Moin Moin, willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist PaddeXLP. Heute mal ein etwas anderes Video. Ja, man kann auch sagen, es ist ein Real Talk Video, ich weiß nicht. Jedenfalls möchte ich euch nochmal näher bringen, warum ich jetzt im Moment so stark inaktiv geworden bin. In Discord konnte man das, glaube ich, schon ein paar Mal lesen, aber ich weiß, dass viele von euch, die jetzt mich abonniert haben, hier auf YouTube nicht auf meinem Discord sind. Und an die will ich halt auch nochmal ein Statement geben, warum das hier jetzt alles gerade so ein bisschen auf dem Schlauch steht. An alle, die meine Real Talk Videos gesehen haben, die wissen ja, was bisher los war mit dem endlosen Klopfen oder mit dem Ärger, den ich mit dem Nachbarn über mir habe. Und was soll ich dazu sagen? Es ist nicht besser geworden. Also es ist eher sogar noch schlimmer geworden. Könnt ihr euch an meinen letzten Drawful-Stream erinnern, der auch schon wieder fast 4 Wochen her ist? Alle, die auf meinem Discord-Server sind, die wissen, was los ist oder worauf ich jetzt anspielen will. Nämlich 10 Minuten, nachdem ich den Stream ausgemacht habe, stand bei mir die Polizei vor der Tür und hat geklopft. Einer der Nachbarn soll sich belästigt gefühlt haben und hat die Polizei gerufen, weil aus meiner Wohnung ein extremes Geschrei und Gepolter hergekommen sein sollte. Hat man einmal irgendwie extremes Geschrei oder Gepolter irgendwie in meinem Stream vernommen? Ich glaube eher weniger. Jedenfalls stand die Polizei bei mir vor der Tür und meinte zu mir, ja, aber wir können diesen Tatbestand feststellen. Die nehmen das ins Protokoll auf und dann ist das Thema gegessen. Jedenfalls ein paar Tage später kam er auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich irgendwie Internetradio betreibe oder sowas. Woher er das weiß oder woher er ahnt, dass ich irgendwas im Internet mache, so wie YouTube, Internetradio oder whatever, er weiß ja nicht, was ich genau mache. Ihr wisst es ja, weil er ja gerade dieses Video schaut. Anfang November, um genau zu sein, der erste Sonntag im November, war verkaufsoffener Sonntag hier bei uns und ich bin halt mit meinem Opa einkaufen gefahren. Da stand er auf einmal auch in dem Markt. Und ich habe mich nur gewundert, wieso muss er immer da sein, wo ich bin? Weil auch wenn ich einkaufen gehe, ich verlasse das Haus und er ist immer da, wo ich bin. Ob ich nun in der Stadt bin, ob ich nun in einem anderen Stadtteil bin, ob ich nun keine Ahnung wo bin, er ist immer da, wo ich bin. Und ich habe mich immer gefragt, auch bei mir auf Arbeit, wie ihr wisst. Und ich hatte ja schon in Real Talk 2 gesagt, dass ich wegen ihm auch meinen Job verloren habe. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn er immer da ist, wo ihr seid, dann werdet ihr ja irgendwann stutzig. Und dann genau an diesem besagten Sonntag war ich dann einkaufen, kam ich später nach Hause, habe dann mit Anni gerade geredet, die stand gerade in der Küche und neben unserer Küchentür ist halt auch unsere Wohnungstür. Und auf einmal klingelt vor unserer Wohnungstür ein Handy. Und wir beide gucken uns einfach nur doof an, wir denken so, was ist das denn für ein Klingelton und sowas. Auf einmal war der Klingelton nach, lass mich lügen, 3 Sekunden, 4 Sekunden klingeln aus und nach 1, 2 Sekunden klingelt es erneut. Und man hört nur von draußen vor unserer Tür ein Scheiße. Ja, man kann sich denken, was passiert ist. Der Typ steht nämlich regelmäßig bei uns vor der Tür und lauscht, worüber wir reden, was wir bereden. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel telefoniere oder so, er steht bei mir vor der Tür und lauscht einfach, weil er es ganz toll findet, über mein Leben Bescheid zu wissen und er hat keine anderen Hobbys. Zu ihm muss man noch dazu sagen, er hat, soweit ich weiß, nie wirklich gearbeitet. Er hat sich als Ziel gesetzt, mich fertig zu machen, mich überall hin zu verfolgen und so wirklich viel gegen ihn machen, kann ich leider Gottes nicht. Mein Vermieter weiß auch Bescheid, es sind diverse Sachbeschädigung jetzt hier schon im Haus gewesen und ja, es wird einfach nichts gemacht. Mein Problem ist jetzt halt, ich habe ja schon öfters bei mir im Discord geschrieben, dass ich vorhab, diese Woche zu streamen und dann gab es wieder keinen Stream oder ich habe in Discord geschrieben, ich habe vor, diese Woche wieder ein Video rauszuhauen, ich habe es nicht gemacht. Mein Problem ist, und das sage ich jetzt euch ganz ehrlich, das Ding ist, beim letzten Mal war ja die Polizei da, das habe ich ja gerade erwähnt und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid gerade am Stream und dann klopft es bei euch an der Tür und es ist die Polizei. In dem Moment ist bei mir einfach die Laune auf dem Tiefpunkt, ich bin genervt, ich möchte das auch nicht irgendwie im Stream ausleben oder so und deswegen mag ich halt auch gerade irgendwie kein Video aufnehmen, weil ich mache mal One-Take-Videos, das merkt man ja bei Let's Make Me, da ist ja nichts gecuttet, da gibt es ja keinen Jump-Cut oder sowas, weil ich halt alles immer per One-Take mache. Und stellt euch mal vor, ihr seid gerade am Aufnehmen, er dreht oben die Musik auf, macht irgendwelchen Ärger oder sowas und dann ist halt die gesamte Aufnahme für den Arsch und ich hab eigentlich die ganze Zeit, die ich da rein investiert habe, weggeschmissen. Das gleiche geht auch bei Streams. Ich streame jetzt vor euch und auf einmal klopft die Polizei bei mir vor der Tür. Ja, dann ist bei mir, wie ich schon gesagt habe, die Laune total im Arsch. Und ich weiß dann in dem Moment nicht, was ich tun soll. Dann würde ich den Stream nämlich abbrechen und dann würde ich sagen, geil, jetzt kann ich die nächste Zeit gar nicht mehr streamen. Und das möchte ich euch irgendwie auch nicht antun. Man merkt ja, dass ich Spaß am Stream habe. Man merkt, ich habe Spaß daran, euch zu unterhalten, auf den Chat einzugehen oder sonstiges. Ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich nicht mal Mario Odyssey Let's Play machen kann oder so. Aber selbst da laufe ich auf Gefahr hinaus, dass hier irgendwie dass hier wieder irgendwas Skurriles passiert. Und darauf habe ich einfach keine Lust. Deswegen werden jetzt wohl die Videos auf meinem Kanal leider Gottes ein bisschen weniger werden. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich selber finde es auch nicht toll. Ich reg mich darüber auch
übelst auf, weil ich möchte so gerne wieder für euch streamen, so gerne wieder für euch da sein und Videos raushauen und sowas, aber es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Dieser Typ lässt mich nicht in Ruhe. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich eigentlich noch dazu sagen soll, weil es ist einfach eine Scheißsituation. Ich leide darunter sehr, meine Freundin genauso, meine Tochter auch, und andauernd klopft es bei mir oder auch gestern hat er wieder laute Musik gemacht, und wenn ich jetzt bei ihm hochgehe und klopfe und sage, er soll mal ruhig sein, weil meine Tochter schlafen will, dann kommt von ihm ja, sprecht das doch mit meinem Anwalt ab und er fliegt ja hier eh nicht raus, ihm ist ja eh alles scheißegal und wir können ihn am Arsch lecken. Und ich finde, das ist einfach eine Entwicklung mittlerweile, die nicht schön ist, und er ist zu allen Nachbarn so respektlos in diesem Haus. Ich wollte euch halt nur einmal dieses Statement geben, was jetzt Sache ist, und ich hoffe, ihr versteht, dass das jetzt die nächste Zeit weniger Videos bis gar keine Videos mehr kommen. Ich werde auf meinem Discord aktiv sein, ihr könnt gerne meinen Discord joinen, Link ist unten in der Beschreibung. Ja, ansonsten könnt ihr da auch gerne mit mir schreiben und ich bin da eigentlich auch immer verfügbar. Ich bedanke mich dann für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, euer PaddyXTime.